einen weltbekannten Fußballer als Vater, das haben die allerwenigsten Basketballprofis zu bieten. Marco Völler hat das von den Fraport Skyliners. Ich habe mit ihm gesprochen und zwar über seine Karriere, die ja auch schon relativ weit fortgeschritten ist, sein spätes BBL-Debüt und warum er eigentlich immer in und um Frankfurt gespielt hat. Viel Spaß! Und dann würde ich mal sagen, Real Talk, Marco Völler. Es gibt nur einen Rudi Völler. Wie viele Marco Völlers gibt's? Ja, keine Ahnung. Also ich kenne nur einen, ja. Wahrscheinlich gibt es auf der Welt noch ein paar mehr, aber die habe ich noch nicht kennengelernt. Den einen, den echten. Spaß beiseite. Wahrscheinlich kannst du die Scherze nicht mehr hören. Länderspielpause. Was hältst du davon, dass es jetzt die Länderspielfenster gibt? Ja, ich finde es ganz gut. Also ich muss sagen, wir hatten ja jetzt, gut, natürlich jetzt nur wir Nicht-Nationalspieler, wir hatten dann ein paar Tage frei. Das ist gerade in so einer Phase der Saison ganz entspannt und tut gut. Deswegen kann ich da nichts gegen sagen. Das ist natürlich alles ein bisschen blöd, wie das geregelt ist, ne? Dass dann die Nationalmannschaften vielleicht auch nicht so bei 100% sind und irgendwie ein paar Spieler fehlen, weil sie, gut, NBA, klar, aber dann auch eben Euroleague spielen müssen. Aber dafür haben dann halt viele andere die Chance, ne? Die sie vielleicht sonst nicht hätten. Wie habt ihr jetzt die Zeit bei den Skyliners verbracht? Habt ihr viel trainiert? Hattet ihr viel frei? Wie gesagt, wir hatten ein paar Tage frei nach unserem letzten Spiel. Was war das? Am Sonntag, glaube ich. Da hatten wir 3 Tage frei, komplett. Also wirklich gar nichts gemacht. Zwischendrin mussten wir mal zum Corona-Test. Ansonsten nichts. Also kein Training, keine anderen Termine. Und und jetzt seit Donnerstag sind wir wieder am Trainieren, jeden Tag. Etwas dezimiert, nicht ganz so viele Jungs. Der John ist mit der isländischen Nationalmannschaft unterwegs. Wer fehlt denn noch? Wer fehlt denn noch? Ich komme jetzt gerade nicht drauf. Aber auf jeden Fall sind wir nicht ganz vollzählig. Aber wir trainieren halt ganz normal. Ne? Ihr seid aktuell 10. in der BBL, steckt irgendwo zwischen Kampf um die Playoffs und so ein bisschen Abstiegskampf. Ist eigentlich in eurer Zone gerade alles noch möglich. Wie siehst du eure Saison bisher? Ich denke, wir haben vieles Gutes gemacht. Schon mal die Tatsache, dass wir jetzt zwar auf dem 10., aber dann zwischenzeitlich auf dem 8. und 9. Platz standen, hat gezeigt, dass wir doch was drauf haben. Und ich glaube, deswegen ist es auch berechtigt und fair zu sagen, dass wir uns das Ziel gesetzt haben, am Ende der Saison wieder auf dem 8. Platz zu stehen. Also das ist jetzt nicht völlig unrealistisch. Wir haben jetzt nach einer Saisonhälfte gesehen, das kann klappen. Warum nicht auch nach der 2.? Deswegen ist das, wie gesagt, unser Ziel. Dafür haben wir zwar auch schon ein paar Dinge verschenkt, denke ich, wenn man so sagen will, ein paar unnötige Niederlagen gehabt. Aber alles in allem haben wir ganz gut performt und uns in eine ordentliche Situation gebracht, um unser Ziel zu erreichen. Aber wie du sagst, es hat alles sehr, sehr eng. Ja, am Ende wird es da wahrscheinlich auch sowohl bei Abstieg als auch beim letzten Playoff-Platz um irgendwie 1, 2 oder 3 Siege oder Niederlagen handeln. Ne? Da wird der Unterschied sein. Das wird dann der Unterschied sein. Wie siehst du deine Rolle im Team? Ähnlich wie die letzten Jahre auch. Also ich meine, wer es so ein bisschen verfolgt, sieht ja, dass ich ab und zu mal wenig bis gar nicht spiele, ab und zu ein bisschen mehr. Die Dinge, die ich auf dem Feld tue, sind, denke ich, die gleichen wie die letzten Jahre auch. So ein bisschen versuchen, Energie zu bringen von der Bank, ein bisschen Physis, ein bisschen Offensive Rebounding, ein bisschen den Ball bewegen. Einfach so Teamplayer sein, so in dem Sinne. Aber ich mache das halt jetzt auch schon ein paar Jahre. Wir haben so eine gute Mischung aus älteren und jüngeren Spielern in der Mannschaft. Da bin ich, glaube ich, so ein bisschen das Zwischending, so der mit allem ein bisschen redet und vielleicht auch mal mit gutem Beispiel vorangeht, was halt Training angeht oder auch sonstige Dinge, die so dazugehören. Und ja, deswegen glaube ich, dass jetzt in meiner Rolle dieses Jahr als Co-Kapitän mit Tess so ein bisschen das Bindeglied zwischen Trainer, Spieler und beziehungsweise jungen und alten Spielern bin. Ja, auch oder so auch am von Deutschen, wie auch immer du sagen willst. Auch so ein bisschen der Glue-Guy, oder? Ja, genau. Ja. Genau, das Ding gibt es auch. Das kann man, das passt, glaube ich, ganz gut, ja. Dein Coach ist nur 4,5 Jahre älter als du. Macht das für dich einen Unterschied im Umgang? Davor, Gordy Herbert war deutlich älter. Nee, für mich nicht, nee. Nee, es ist halt einfach, Trainer ist Trainer. Ich meine,
Klar, ein jüngerer Trainer hat sicherlich noch nicht ganz so viel Erfahrung wie ein älterer Trainer, aber es ist eine andere Generation, der geht anders mit den Leuten um. Deswegen, für mich persönlich ist da kein Unterschied. Ich weiß nicht, ob das alle so sehen, aber für mich ist alles gleich. Was ist Sebastian Gleim für einen Coach? Eher der Players-Coach? Ist er eher der harte Hund? Wie würdest du ihn so im Alltag beschreiben? Ja, ist so ein zwischendrin so ein bisschen, ne? Also der ist schon oftmals der harte Hund, wenn du es so ausdrücken willst. Ja, kann schon laut werden, das hat er auch schon bei den Spielen gezeigt. Das macht er natürlich auch im Training. Aber er geht auch viel auf die Spieler zu, versucht immer viel mit den Leuten zu reden, auch so ein One-on-One, also ein 1 gegen 1, wie sagt man? One-on-One kann man vier Augen sprechen. Unter vier Augen, genau, ja. Also kommt schon oft auf die Spieler zu und will immer viel wissen und versucht schon immer in verschiedenen Dingen Rücksicht auf die Spieler zu nehmen. Aber naja, fordert dann halt auch dementsprechend einiges ein und das macht er dann auch manchmal wie ein harter Hund. Die Situation in Frankfurt war ja nicht ganz alltäglich. Der Vertrag von Gordy Herbert hat erstmal nur geruht. Man wusste nicht so richtig, was dann kommt, bis dann letztes Jahr irgendwann die Bestätigung kam, dass Gordy also nicht weitermacht und Sebastian der Coach bleibt. Wie hat das auf euch Spieler gewirkt? War das für euch eine schwierige Situation, dass ihr nicht wusstet, was kommt? Oder sagt man, ich lebe sowieso im Hier und Jetzt, ist mir egal, wer nächstes Jahr Coach ist? Ja, genau, so ungefähr kann man es ausdrücken. Also für uns Spieler war das, wir haben uns da keine Gedanken gemacht, der Sebastian, also zumindest letzte Saison, wobei letzte Saison ja auch eh schwierig war. Ja. Wurde ja dann abgebrochen, ne? Das ist dann, da hatten wir dann ganz andere Sorgen, aber auch diese Saison stand ja fest, aber auch, wie gesagt, wir haben uns da als Spieler nie Gedanken darüber gemacht, wie die Situation auch bei den Trainern ist oder hinter den Kulissen, wer da jetzt wie fest im Sattel sitzt oder was passieren kann und was nicht, also wir haben gespielt, haben versucht, unser Bestes zu geben und alles andere liegt ja dann auch nicht irgendwie in unserer Macht, das wirklich zu entscheiden oder zu verändern. Ja, was in deiner Macht liegt, ist natürlich deine Karriereplanung. Und wenn wir da mal ein bisschen drauf gucken, dann hattest du eigentlich fast ausschließlich Stationen in und um Frankfurt, wenn wir es jetzt mal ein bisschen weiterfassen, bis Gießen. Hast in Langen, in Hanau, in Gießen gespielt, bis auf 2 Jahre in Gotha. Weshalb ist es so? Das hat sich einfach so ergeben. Also ich habe halt, bevor ich nach Gotha bin, habe ich ja noch studiert, hier in Bad Homburg. Das war ein Präsenzstudium, da konnte ich nicht weg. Also es war jetzt kein Fernstudium, wie es viele Spieler oder auch Nichtspieler machen. Das heißt, ich musste hier sein. Da kam nicht viel anderes in Frage. Damals hat es halt auch noch nicht für die Bundesliga gereicht. Pro-A-Mannschaften gab es nicht. Ich meine, wir haben mit Langen noch eine Weile Pro-A gespielt, aber sind auch abgestiegen. Da war dann halt eben nur noch Pro B. Und wie gesagt, dann nach dem Studium war so der erste Schritt dann erstmal wieder in die Pro A. Mal gucken, wie man sich da so schlägt. Und da war es halt, ist die Entscheidung halt auf Gotha gefallen. Da gab es auch schon Gespräche und die Möglichkeit, nach Gießen zu gehen. Aber ich habe mich für Gotha entschieden, damals so mit dem Gedanken, Chris Enzwinger war der Trainer. Er ist auch sehr bekannter Big Man in der Gotha gewesen, jahrelang. Da habe ich gedacht, wenn ich eventuell ein bisschen besser aufgehoben, kann noch mehr lernen. Und war auch, glaube ich, kein Fehler. Habe da 2 gute Jahre gehabt. Viel Spaß gemacht, dort zu spielen. Und von da ging es dann eben nach Gießen. Wie gesagt, es war schon ein paar Jahre davor. Gab es Kontakt zu Gießen, zu Dennis Wucherer. Und der war dann auch derjenige, der mich in die Bundesliga geholt hat. Und es war dann auch nur ein Jahr. Dann hat sich halt mit mein zweites Jahr in Gießen war dann ein bisschen schwieriger mit Ingo Freier da. Jeder, der Ingo Freier kennt und seine Mannschaft und sein Spiel, weiß, dass ich wahrscheinlich nicht der geeignete Spieler dafür bin. Auch vollkommen in Ordnung. Bin einfach nicht sein Spielertyp. Da dementsprechend hat es nicht ganz so gut geklappt. Aber zufällig hat es dann mit Frankfurt geklappt gleichzeitig. Also damals in Frankfurt waren so gut wie alle Big Men verletzt. Und da kam dann der Fliegerwechsel. Und seitdem bin ich in Frankfurt. Ich bin gerne hier. Ich komme hier aus der Gegend, aus Offenbach. Fühle mich wohl in Frankfurt. Ne? Und Frankfurt hat bisher auch immer Interesse an mir gehabt. Also von daher. It's a match. Eins zum anderen geführt, ja. Ja, du hast schon deine Karriere angesprochen, ist ja auch, ich sag mal, nicht ganz selbstverständlich. Du hast zum Beispiel erst mit 27 dein BBL-Debüt gegeben.
Auch relativ spät eigentlich in der Karriere. Gab es für dich während deiner Karriere, ich sag mal so mit 24, 25, überhaupt die Idee, Bundesliga spielen zu können? War da noch ein Traum da oder hast du gesagt, Pro B, Pro A-Spieler ist okay und dann hat es halt irgendwie noch geklappt? Nee, es war schon mein Ziel, in die Bundesliga zu kommen. Also ich sag mal, ich habe das jetzt nie so erzwungen oder so. Das ist dann einfach passiert, so in dem Sinne, aber das war schon immer mein Ziel. Ich wollte halt immer mich dem möglichst besten Spielern messen. Ja? Also was ich zum Beispiel, worüber ich vorher nie nachgedacht habe, ist, ob ich mal irgendwie eine europäische Competition spiele. Und das hat sich ja dann tatsächlich auch nochmal ergeben, dass ich mit Frankfurt im Eurocup gespielt habe. Ja? Das fand ich auch ganz cool. Hat mich auch gefreut und einfach, dass ich dann mal sehen konnte, wie ich mich mit anderen europäischen Mannschaften, die dann eventuell auch ein bisschen besser bewertet sind, als wir in Frankfurt damals waren, dass ich mich einfach mit den ganzen Leuten messen konnte. Und so ist es halt auch heute noch. Ja. Auch wenn wir dann mit Frankfurt gegen gewisse Mannschaften vielleicht etwas unterschätzt werden, ist für mich immer die Challenge zu zeigen oder zu sehen, also auch einfach nur für mich selbst so, hier, ich will da jetzt ein bisschen mitzocken, mal sehen, wie lange ich mithalten kann, so, weißt du? Ja. Ja, bis jetzt klappt's. Coole Einstellung auf jeden Fall. Du hast aber trotzdem schon mal während deiner Pro A, Pro B Karriere vorgesorgt für die Zeit danach, oder? Mit deinem Studium. Ja, genau. Das stand immer außer Frage, also dass ich immer irgendwas noch machen muss. Ja, klar, kam nicht nur von mir selbst, also natürlich ich auch. Ich behaupte mal, ich bin einigermaßen vernünftig und wusste schon selbst, was wichtig ist, aber natürlich auch meine Eltern damals haben gesagt, ja, kannst gerne so viel Basketball spielen, wie du willst, aber so ein bisschen was nebenher muss man schon machen. Das ist auch absolut richtig. Und ja, weil für mich, ich habe halt nicht besonders viele Interessen, anderweitige Interessen außer Sport. Ja, deswegen ist das im Sportmanagement gewesen. Jetzt mal Aktivsport und auch alles, was danach kommt, wird irgendwie in der Sportszene bleiben, im Sportbusiness, wie auch immer du es nennen möchtest. Ist es für dich auch wichtig, nebenher immer so nochmal was für den Kopf zu machen? Klar, Basketball ist eine anspruchsvolle Sportart, auch für den Kopf, aber ich fand es zumindest während meiner Karriere, die bis in die Regionalliga gereicht hat, immer sehr wichtig, auch abseits vom Sport den Horizont zu erweitern. Ist das bei dir auch so ein Thema? Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also wenn man jetzt nur Basketball, ich meine, vor allen Dingen ist ja der Zeitaufwand als Basketballprofi ist ja auch also überschaubar. Ja? Also klar, man trainiert viel, wenn man es eben einfach nur mit anderen Trainingsbedingungen so vergleicht, aber an sich sind es ein paar Stunden am Tag und der Tag hat halt 24 Stunden. Ne? Woche hat 7 Tage, was machst du den Rest der Zeit? Also irgendwie musst du da auch geistig ein bisschen frisch bleiben. Ne? Hat halt jeder andere Dinge, andere Hobbys oder was auch immer, was er tut, ja. Ich mache jetzt zum Beispiel seit ein paar Monaten auch schon so eine Fortbildung, so ein bisschen aufbauend auf meinem Sportmanagement-Studium, dass ich jetzt, wenn ich irgendwann mal aufhöre mit Basketball, was ja nicht mehr ganz so lange hin ist, denke ich, dass ich auch wieder ein bisschen frischer in der Birne bin, ja, und nicht irgendwie dann irgendwo hinkommen und sagst, ja, ich habe übrigens studiert und 2014 habe ich meinen Abschluss gemacht. Jetzt auch schon seitdem du PlayStation gespielt. Ja, genau. Ja, auch mal ein bisschen komisch, deswegen einmal natürlich für den Lebenslauf, aber auch so für einen selbst, ja, dass man nochmal alles ein bisschen in Erinnerung ruft und sich nochmal ja, das ganze Wissen, was man sich als Student angeeignet hat, nochmal so ein bisschen auffrischt. Ne? Kannst du bei deinem Vater ins Praktikum gehen? Sportmanagement würde ja perfekt passen. Ja, darüber habe ich jetzt noch nie mit ihm geredet. Vielleicht könnte ich das machen, weiß ich nicht. Mal gucken, was ich danach mache. Also, ob ich nochmal ein Praktikum bei meinem Vater mache, weil das bezweifle ich eher, aber die Möglichkeit besteht vielleicht, ja. Du hast 2012 auch in der Heimatstadt von deinem Vater gespielt, in Hanau. War das für dich was Besonderes? Gab's da oder gibt es da besondere Connection, dass ihr da vielleicht auch noch Familie habt, Oma, Opa oder sowas? Ja, genau. Also, wir haben da meine Oma, meine Cousine, also ich habe noch ein paar Leute aus meiner Familie leben noch in Hanau. Ist aber auch schon eine ganze Weile her, dass ich da war. Ne? 2012. So, ja, genau. Das war damals so für mich so der erste Vereinswechsel. Ne? Von lang meinem Jugendverein sozusagen erstmal weg zu einer auch Pro-B-Mannschaft, damit ich zu dem Zeitpunkt so ein bisschen ambitionierter war und in die Pro-A wollte und ein bisschen
für mich gefühlt war das so ein bisschen mehr so ein weiterer Schritt in die Professionalität. Und dementsprechend war das schon so was Besonderes für mich. Und ja, wie gesagt, ich meine, ich habe ja dann nicht dort gelebt, sondern weiterhin in Offenbach Ja. gewohnt. Verhältnis, was den abgesehen vom Basketball angeht, da hat sich ja nichts verändert dann für mich. Und aber war gut, coole Zeit. Wir haben einigermaßen gut gespielt in Hanau. Das erste Jahr nicht gut wie das zweite. Natürlich nebenher immer das Studium gemacht und immer gute Stimmung gewesen da alle. War coole Zeit, ja, war was Besonderes auf jeden Fall. Du hast in Langen in der Jugend gespielt, bist, glaube ich, der gleiche Jahrgang wie Robin Bensing. Habt ihr viel zusammen gespielt in der Jugend? Ja, schon. Also ich bin mit 15, glaube ich, oder 16 nach Langen gekommen. Und da haben wir dann, genau, wir wurden dann zusammen Deutscher Meister, U18, haben MBBL gespielt. Dann, meine, der Robin ist dann, boah, ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, nach unserem ersten Pro-A-Jahr, als noch Frank Ignatovic Trainer war, ist er, glaube ich, nach Ulm, Nach wenn Ulm, ich glaube ich mich. auch, ja. Ich bin dann noch ein paar Jahre länger geblieben. Und ja, genau, also wir haben, ich kann jetzt nicht mehr ganz genau sagen, 4, 5 Jahre zusammengespielt oder irgendwas mit dem Dreh. Habt ihr danach auch noch mal gegeneinander gespielt? Ja, wir haben danach auch nochmal gegeneinander gespielt. Gut, der Robin war ja dann, wie gesagt, schon ein bisschen früher in der Bundesliga. Ich habe aber tatsächlich nur noch vor, das vorletzte Saison, glaube ich, haben wir gegeneinander gespielt, als er in Würzburg war. Das war das einzige Mal, dass wir da noch gegeneinander gespielt haben. Sonst nur mal irgendwie zufällig irgendwo im Sommer zusammen trainiert, hier in Frankfurt zum Beispiel mal, oder auch mal in Langen in der Halle getroffen, aber gegeneinander gespielt haben eigentlich nur das eine Jahr, wo er in Würzburg und ich in Frankfurt war. Ja, Robin spielt ja gerade in Spanien. Du hast deine ganze Karriere in Deutschland verbracht. Gab es keine Angebote oder hattest du nie Lust? Wolltest du einfach in Deutschland bleiben? Was waren da die Gründe dafür? Ja, also klar, es gab keine Angebote. Ich bin jetzt, glaube ich, nicht der Spieler, der irgendwie gefragt ist im Ausland. Aber auch, also ich habe auch nie, es war eigentlich nie ein Gedanke von mir, dass ich irgendwie mal ins Ausland gehen könnte. Ich hatte das Einzige, was der ganzen Geschichte so näher kommen würde, ist, ich hatte damals in Hanau, mein damaliger Trainer, der Tai Shao, der hatte mal seinen ehemaligen australischen Coach, der hat aber ein paar Jahre in Australien gespielt, da war sein Coach zu Besuch, da haben wir uns beim Training zugeguckt. Und da hat mich der Tai dann später angesprochen, dass der Trainer mich ganz interessant fand und ob ich mir vorstellen könnte, nach Australien zu gehen, nach unserer Saison nach Australien und dort nochmal spielen. So, ich dachte, okay, hört sich eigentlich ganz geil an, aber hat sich dann nicht ergeben. Aber das war so das Nächste, was irgendwie eine Auslandsstory, ja, weißt du, eine Auslandsstory sein könnte. Aber das, sonst habe ich nie mit dem Gedanken gespielt, im Ausland zu spielen. Wäre ja dann so Work and Travel mäßig gewesen, wie man es Ja, sonst ja, nach dem ja. Abi macht, über den Sommer. Nur, dass Genau, halt so habe ich Work genau, so hab Basketball ich mir auch gewesen wäre. vorgestellt, genau. Ich habe mit Joe Vogtmann auch für Real Talk gesprochen. Der hat mir gesagt, dass er seine Karriereentscheidungen hauptsächlich mit seiner Familie bespricht, mit seinem Vater und so. Wie handhabst du das? Mit wem sprichst du drüber, wo es als nächstes hingeht für dich? Oder mit wem hast du drüber gesprochen? Ja, ich habe das eigentlich mal im Grunde alleine entschieden. Habe mir natürlich immer ein paar Meinungen eingeholt, aber vor allem die letzten Jahre war für mich dann immer klar, ich möchte gerne in Frankfurt sein. Da gab es dann keine großen Gespräche mit irgendwem. Ja, natürlich, zum Beispiel das erste Mal weg bin nach Gotha, habe ich auch mit meiner Mutter, mit meinem Vater, mit meiner damaligen Freundin alles besprochen. Aber alles andere habe ich dann immer selbst entschieden. Ich war dann immer, ich konnte natürlich am besten beurteilen, was basketballerisch für mich am besten passt irgendwie, ne? Und wie gesagt, das mit der Entscheidung für Gotha damals habe ich ja erzählt und deswegen so wirklich irgendwie besonders tolle Ratschläge oder irgendwas habe ich mir nie eingeholt, musste ich mir nie einholen. Ja. Habe ich immer allein entschieden. Ich meine, dein Vater hätte dir insoweit helfen können, dass er halt sagen kann, sowas ist gut in der Karriere und sowas ist wahrscheinlich nicht so gut, oder? Dass erstmal Spielzeit wichtig ist in solche Geschichten. Ja, klar. Aber selbst da ist ja, ich meine, da ist ja Fußball und Basketball auch einfach zu unterschiedlich. Ne? Das ist, Ja. das weiß ich dann einfach auch besser. Also da wusste ich immer. Wie gesagt, und dann irgendwann hatte ich auch mal einen Agenten, ne? Mit dem redet man ja auch. Und der kümmert sich um einen und
hat dann auch so ein paar Ideen, was für einen vielleicht in Frage kommt und was nicht. Ne? Du hast früher beim OFC gekickt, bevor du dann Basketball gespielt hast. Ich habe in einem Interview von dir gelesen, dass du nicht der talentierteste Kicker warst. Gab es da immer so eine bestimmte Erwartungshaltung von allen? Ja, Mensch, der Völler, bei so einem prominenten Vater muss er ja guter Fußballer werden. Ja, tatsächlich gab es das. Also das hat mich jetzt nie besonders gestört. Ja, ich war immer, wie ich heute im Basketball bin, aber auch früher im Fußball, auch als Kind schon relativ realistisch, so was meine Fähigkeiten angeht. Wie ich gesagt habe, ich war jetzt keine Vollpfeife so im Fußball, ne? Nicht falsch verstehen. Ich war jetzt auch kein Jahrhunderttalent, sondern das wusste ich immer. Und ich hatte schon immer das Gefühl und habe es dann auch öfter mal irgendwie so mitbekommen, dass die Leute dann so zu hohe Erwartungen hatten. Ne? Die dachten dann so, guck mal, das ist der Jung von Völler, der ist bestimmt genauso gut. So, nee, so einfach ist das nicht, so funktioniert das nicht. Ne? Das ist vielleicht nochmal irgendwo vorgekommen, aber meistens ist es eben nicht so. Aber das hat mich, wie gesagt, nicht besonders gestört. So, ich habe das gemacht, weil es mir Spaß gemacht hat, als es mir dann keinen Spaß mehr gemacht hat, beziehungsweise nicht mehr so großen Spaß. Und ich eher meine Liebe zum Basketball gefunden habe, habe ich halt das gemacht. Ne? Ja, wie sagt man deinem, oder wie hast du deinem Vater gesagt, du, ich spiele jetzt Basketball, beziehungsweise wie hat er reagiert? War er cool damit? Ich kann mich jetzt nicht mehr an die genaue Situation erinnern, aber ich weiß, er war cool damit. Also für ihn war immer nur wichtig, dass ich irgendwas mache. Ja. Dem war es egal, ob ich Fußball oder irgendwas anderes mache. Der hat sich gefreut, als ich Basketball spiele. Der freut sich, dass ich dann ein bisschen erfolgreicher damit wurde. Der freut sich, dass ich heute noch spiele. Ja. Aber ich hätte damals auch mit Fußball aufhören können und Tänzer werden können. Mein Vater auch. Weil er gesagt, Hauptsache du machst irgendwas. Als Fußballer. Ich habe mal ein paar Witze gemacht, aber wie muss man leben? Als Fußballer wärst du wahrscheinlich mit deinem jetzigen Körper auch ein bisschen aufgefallen. Hättest die ganze Liga niedergepflügt wahrscheinlich. Ja, ich weiß es nicht. Das ist ja eigentlich, wer weiß, wie ich mich entwickelt hätte, wenn ich länger Fußball gespielt hätte. Ich sag mal, so der Fokus im Fußball liegt ja nicht ganz so sehr auf dem Krafttraining, wie es im Basketball ist, gerade ja. Für den Big Man. Machen wir schon relativ viel Krafttraining und spielen auch sehr, sehr körperbetont. Vielleicht wäre ich dann auch eher so ein etwas längerer Lulatsch geworden, keine Ahnung. Jan Koller. Ja, zum Beispiel. Mit 1,99. Ja, oder der, wie heißt der andere Lange von England damals? Peter Crouch. Peter Crouch, genau. Legende. Genau. Du bist in Rom aufgewachsen, 5 Jahre lang, ne? Warst du dort genau. Auch, hatte damit zu tun, dass dein Vater damals zumindest anfänglich in Rom gekickt hat? Warst du dort auch im Kindergarten? Sprichst du Italienisch heute noch? Ja, tatsächlich war ich da im Kindergarten. Wann sind wir zurückgezogen? Ich glaube, ich war 5, meine Schwester ist sogar dort geboren. Sie war dann 6, also sie wurde eingeschult und als hat meine Mutter dann gesagt, so geht ihr wieder zurück nach Deutschland. Ich war ein paar Jahre im Kindergarten. Ich kann heute leider kaum noch Italienisch, verstehe aber einiges. Also jetzt am Nebentisch die Leute irgendwie auf Italienisch über uns schimpfen würden, dann würde ich es schon verstehen, ja. Aber so wirklich unterhalten kann ich mich nicht mehr. Das ist ein bisschen schade, aber wie gesagt, ich meine, ich war 5 Jahre alt, als ich da weg bin. Meine Mutter hat es in der Anfangszeit, als wir hier waren, immer noch versucht, uns nach der Schule noch in so, so irgendwelche Kurse zu schicken, wo wir noch ein bisschen Italienisch reden. Aber du kannst dir ja vorstellen, als Kind nach der Schule noch mal extra Schule, da habe ich natürlich keinen Bock drauf gehabt. Ne? Aber das ist ganz lustig, weil ich dann irgendwie trotzdem noch viel so im Hinterkopf habe. Als ich in meinem Studium musste ich so spanische Kurse machen. Also musste ich ein bisschen Spanisch lernen und da ist mir halt aufgefallen, dass ich so ganz extrem viel einfach verstehe, so meine ganzen Kommilitonen, Mitschüler, wie auch immer du sie nennen möchtest, so die haben dann irgendwas Neues auf Spanisch gelesen, hatten überhaupt keine Ahnung, was da steht und ich habe das einfach, also ich wusste einfach, was da steht, also ich habe das gehört, ich habe es gelesen, wie auch immer, ich wusste, was gerade gesagt wurde. Ich konnte zwar dann nicht antworten oder irgendwie darauf reagieren, aber irgendwie ich habe es verstanden. Da habe ich dann halt gemerkt, dass dieses ganze Italienische noch so in meinem Hinterkopf ist. Es ist schon verrückt manchmal. Also man wünscht sich es auch für die eigenen Kinder, dass sie irgendwie so bilingual aufwachsen.
Und wahrscheinlich wünscht es dir jetzt auch, dass du länger in die Schule gegangen wärst, beziehungsweise dann die Italienischkurse noch gemacht hättest, oder? Ja, auf jeden Fall. Also wenn ich jetzt noch, muss jetzt nicht perfekt sein, aber wenn ich jetzt noch gut Italienisch könnte, wäre schon nice. Ja, wär cool. Du bist jetzt 32. Was glaubst du, wie lange hast du noch Bock zu spielen? Oder hörst du eher auf deinen Körper oder eher auf den Kopf bei der Entscheidung, wie lange es noch geht? Ja, da bin ich mir noch nicht ganz sicher. Also im Moment höre ich eher so auf meinen Körper und der kann noch. Mir geht es sehr, sehr gut, keine Probleme. Aber ja, klar, auch so ein bisschen auf den Kopf immer. Ne? Man muss halt immer zusehen, was es noch so für Möglichkeiten gibt. Ne? Ob sich irgendwas anderes ergibt, abseits vom Basketball. Muss man einfach für alles offen sein. Ne? Wenn es jetzt morgen eine tolle Idee kommt, tolles Angebot für irgendwas anderes als Basketball, dann würde ich es auf jeden Fall in Erwägung ziehen. Ja. Wäre auch okay für dich. Jetzt noch ein Jahr oder zwei Jahre Basketball zu spielen, habe ich auch kein Problem mit. Ne? Also es macht mir nach wie vor Spaß. Mein Körper macht noch mit. Deswegen spricht von dem Aspekt aus nichts dagegen. Ja. Ich habe zuletzt mit zwei Center-Kollegen aus der BBL von dir gesprochen. Die haben beide gesagt, die sind so dein Alter, dass sie eigentlich so an Erfahrung gewonnen haben, dass sie sich besser fühlen als je zuvor, aber dass sie merken, dass die Athletik stark abgenommen hat. Geht es dir ähnlich? Ja, klar, Erfahrung ist auf jeden Fall größer als noch vor ein paar Jahren. Das ist auch irgendwie schwierig nicht zu erreichen, aber Athletik, ja, sicherlich. Ich meine, kann man jetzt drum herum reden, ist bestimmt irgendwas verloren gegangen, aber ich finde es jetzt noch nicht ganz so dramatisch, wie ich es vielleicht als junger Spieler ab und zu mal gedacht habe. Aber das hat halt vielleicht auch bei mir den Grund, oder ich habe halt das Glück, dass ich nie irgendwie schwere Verletzungen hatte und das alles an mir noch ganz gut funktioniert. Ne? Ja. Ja. Du bekommst manchmal ein bisschen mehr Spielzeit, manchmal gar keine Spielzeit. Wie einfach oder schwer ist es für dich, damit umzugehen? Welches Mindset hast du bei dem Ganzen, dass du einfach nicht sagst, fuck off, was mache ich hier überhaupt? Ja, gut, das denke ich natürlich nicht, aber ich versuche halt immer so in jedes Spiel gleich ranzugehen. Ne? Und irgendwie kann die eine Minute, die man spielt, aber es können auch die 10, 15 Minuten, die man spielt, wertvoll sein. Deswegen versuche ich immer das meiste rauszuholen und irgendwie mich voll auf die Sache zu konzentrieren. Ne? Also ich weiß halt, wenn ich da jetzt aufs Feld gehe, ich muss da Vollgas geben und ich sollte im Idealfall keine Fehler machen. Ne? Und eben die Dinge aufs Feld bringen, die ich gut mache. Im Grunde weiß ja jeder, was ein Trainer von einem erwartet. Also ich weiß zum Beispiel, mein Trainer erwartet von mir jetzt nicht, dass ich den Ball neben nach vorne bringe und irgendwie Plays laufe und, weißt du, riesen Entscheidungen treffe. Ich weiß, was von mir verlangt wird und ich versuche das so mit 100% Einsatz umzusetzen. Das ist natürlich wie alles andere im Leben oder auch im Basketball. Manchmal klappt es besser, manchmal nicht so gut. Ja. Manche Dinge kannst du nicht steuern, aber wenn der Effort, also der Effort ist, manchmal kenne ich nur englische Wörter. Ihr sprecht doch nur Englisch, oder? Ja, genau, deswegen. Also wenn so der Einsatz da ist und der gute Wille, dann ist es schon okay, dann kann man einem auch nichts vorwerfen. Dann geht es auch mal an dir vorbei, dass du sagst, gut, jetzt habe ich das Spiel nicht gespielt, ist okay, wenn DNP drin steht. Ja, auf jeden Fall. Am Ende geht es eigentlich nur darum, ob die Mannschaft gewinnt. Ne? Weil natürlich habe ich nach dem Spiel auch schon mal da gesessen und gedacht so, okay, heute hätte ich der Mannschaft mal helfen können. Ja. Erstmal hier ein paar Minuten, da hätte ein Spieler wie ich, hätte ich vielleicht was verändern können. Aber manchmal ist halt auch so, gut, dann komme ich rein, spiele scheiße und dann wundere ich mich, dass ich nicht nochmal reinkomme. Also wenn die Mannschaft vorhin dann am Ende gewonnen hat, dann ist auch alles richtig gelaufen, alles so gelaufen, wie es sein soll. Darum geht es. Es geht jetzt nicht darum, dass ich irgendwie auf meinen Minutenschnitt komme oder auf meine Punkte oder sonst irgendwas, sondern es geht darum, dass die Mannschaft gewinnt. Ja, über den Karrierepunkt bist du wahrscheinlich auch mittlerweile hinaus mit 32 Jahren, dass du es auch einfach damit besser umgehen kannst. Ich glaube, besonders bitter ist es, wenn man irgendwo auswärts fährt, nach Berlin oder nach Oldenburg, die richtig weiten Fahrten und dann eigentlich für umsonst hingefahren ist, oder? Ja, schon. Ich überlege gerade, aber ist mir das passiert? Ich weiß es, glaube ich, gar nicht. Ich weiß auch nicht. Also so weit weiß ich nicht.
Partnern, aus Top-Mannschaften der Liga, da habe ich eigentlich immer gespielt. Ja, also vielleicht täusche ich mich, aber ich weiß nicht, aber habe ich jetzt nicht so in Erinnerung, deswegen kann ich auch nicht viel zu sagen, ob das jetzt besonders bitter ist oder Ja. nicht. Gibt es irgendwas in deiner Karriere, wo du sagst, das hätte ich noch gerne erreicht oder das möchte ich noch erreichen, das habe ich bisher noch nicht geschafft? Naja, nee, eigentlich nicht mehr. Eigentlich nicht. Ob man in die Playoffs kommen, wäre cool. So, das ist unser Ziel und auch mein Ziel. Das halte ich auch für umsetzbar und realistisch. Ja. Zwar sehr schwer, aber es ist machbar. So, das wäre jetzt eigentlich nochmal mein Ziel. Noch einmal Playoffs spielen. International hast du auch gespielt, also überall ist ein Haken dran, oder? Ja, An klar. der erfolgreichen Karriere. Ja, für Euroleague reicht es wahrscheinlich nicht mehr. Nicht nur bei mir, bei den Skyliners ja eben einfach auch nicht aktuell. Ich meine, ob die das irgendwann mal schaffen, weiß keiner, aber ich glaube, die Möglichkeiten sind da, aber es geht halt auch nicht von heute auf morgen, das Ganze, ne? Klar. Du musst in Anführungsstrichen in jedem Interview wahrscheinlich über deinen Vater sprechen, über die Verhältnisse, über was du aus seiner Karriere mitbekommen hast. Geht dir das so ein bisschen auch auf den Senkel oder ist es für dich halt so ein 0815-Ding, weil es sowieso in jedem Interview gefragt wird? Ja, eher so. Also eher so ein 0815-Ding. Das ist halt, ich meine, ich verstehe es ja. Also mich nervt es nicht. Ich verstehe es vollkommen, dass das halt irgendwie, weiß ich nicht, die Öffentlichkeit, die Leute einfach interessiert. Das ist einfach ein Fakt. So, und wenn ich danach gefragt werde, dann antworte ich da natürlich drauf, ne? Außer es wird vielleicht zu privat. Ja. Ja. Gewisse Dinge, Leute dann auch nichts an. Aber so insgesamt das Thema mit meinem Vater. Mein Vater ist halt bekannter Mensch. Gerade so in der Sportwelt, die Menschen kennen ihn, kann ich schon verstehen, dass das einige einfach interessiert. Ja. Also die Spielerkarriere hast du, glaube ich, nicht so richtig mitbekommen, oder? Es gab diesen einen Moment, wo du mit einlaufen durftest in Marseille. Richtig. Nee, Aber also so wirklich viel erinnern kann ich mich nicht. Also an Marseille, ich kann mich damals daran erinnern, wie wir dort, meine Schwester und ich, immer zu Besuch in Marseille waren und ich kann mich auch. Komischerweise habe ich so ganz dunkle Erinnerungen an diesen Abend, wo ich mit eingelaufen bin. Noch so Erinnerungen, wie wir da in diesem Spielertunnel standen. Und ich weiß nicht, ich bin da halt rausgelaufen und dachte, ich wäre müsste jetzt ready sein zum Spielen, so ungefähr. Ne? Verstanden, warum soll ich jetzt, also, dann wurde ich wieder zur Seitenlinie geschickt. So, hä, warum soll ich jetzt zurück? Ich muss doch jetzt spielen. Ansonsten aber. Ich kann mich dann auch noch so ein bisschen an das, da gab es ja so ein Abschiedsspiel für meinen Vater, ich glaube im Stadion von Leverkusen, der Bayer Arena. Daran kann ich mich auch so ein bisschen erinnern, aber ansonsten nichts. Ne? An die Trainerkarriere wahrscheinlich ein bisschen mehr. Größter Erfolg Ja. 2002, Vizemeisterschaft. Du warst 13 Jahre alt. Genau. Wo hast du das Finale gesehen? Wo habe ich das Finale gesehen? Also ich kann mich gut daran erinnern an die Zeit. Ich kann mich an das ganze Turnier gut erinnern. Ich kann mich auch daran erinnern, wie wir danach am Römer waren, als die Nationalmannschaft zurückkam und was da für ein Wahnsinnszirkus war. Das Finale habe ich geguckt. Ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, da waren wir zu Besuch bei irgendwelchen Bekannten von meiner Mutter und da haben wir das Finale geguckt. Aber so 100% bin ich mir auch nicht mehr sicher. Ich Ich kann mich habe an das Spiel. Ich glaube, ich war einfach so konzentriert auf das Spiel, auf den Bildschirm, dass ich gar nicht mehr weiß, wo ich herum war. auf jeden Fall geheult wie ein Schlosshund, nachdem das Finale verloren gegangen ist. War es bei dir ähnlich? Nee, geheult habe ich nicht. Ich glaube, man war schon traurig, aber irgendwie Brasilien war halt favorisiert. Die waren auch einfach besser. Ja. War ja fast eine, nicht fast, es war eine Überraschung, dass Deutschland im Finale war. Ja. Ich sage ja immer, vielleicht, wenn Ballack gespielt hätte, wäre es anders gelaufen. Auf Ne? jeden Fall, diese gelbe Karte im Halbfinale, die war so bitter. Das war, glaube ich, die bitterste Karte in der Aber Geschichte. war auch wichtig, hätte er das Foul nicht gemacht, wer weiß, was dann passiert wäre. Absolut, absolut. Wie ist es mit deinen Klassenkameraden gewesen? Haben die dann dir auch mal einen Spruch gedrückt, wenn es bei der Nationalelf nicht lief? Das weiß ich gar nicht. Also. Ich habe mein Leben lang immer mal Sprüche gedrückt bekommen, so in Bezug auf meinen Vater, aber ob das jetzt so speziell an die Zeit, ob die dann irgendwie
was zu den Spielen damals gedacht habe, weiß ich nicht mehr. Wahrscheinlich schon, aber jetzt nichts, was hängen geblieben ist bei mir. Ja, weißt du? Ja, verstehe ich gut. Dann ist ja dein Vater auch jetzt nicht als der ruhigste Charakter bekannt. Gerade in den Medien sagt er halt, wenn ihn was stört, finde ich mega geil. Also gerade als Medienschaffender, solche Leute braucht man. Was ist zum Beispiel nach so einem Weißbier-Waldi-Gate, sage ich mal, in der ARD, kannst du dich bestimmt dran erinnern. Wie hast du das wahrgenommen, dass dein Vater quasi so in den Medien so groß gekommen ist, gerade mit solchen Geschichten? Ich weiß nicht, also das ist eine schwierige Frage. Ich weiß nicht mehr, was ich damals so gedacht habe. Ich habe das halt gesehen. Ich habe dann, als ich das erste Mal gesehen habe, ich jetzt nicht gedacht, dass das so ein Big Deal ist. Ja. Ich dachte, okay, der hat ein bisschen rumgeschimpft. Ja, passiert. Hat er da einen auch schon mal gemacht? Haben ja andere Menschen auch schon mal irgendwie rumgeschimpft oder so, aber dann war das halt irgendwie so ein Riesending. Also gefühlt bis heute wird es immer noch mal ausgegraben. Ich finde es eigentlich einfach nur, ist halt lustig. Ja. Ja. Ja, im Moment haben sich bestimmt auch ein paar Leute aufgeregt oder was auch immer, aber irgendwie am Ende ist es doch lustig, dass es sowas gibt und dass man dann, ich meine, der Waldi konnte ja dann auch drüber lachen, ne? Ja. Das ist auch, war schon fast eher ein Vorteil für ihn, dass das überhaupt passiert ist, ne? Ja, auf jeden Fall. Ich habe mir vorhin nochmal, auf YouTube gibt es das Ganze, in der Vorbereitung das nochmal angeguckt. Ich habe mir echt 5 Minuten in den Arsch abgelacht, weil es so geil ist. Ja, manchmal, es ist halt einfach, ist einfach lustig, ne? Es spricht halt jemand einfach Tacheles, das, was er denkt, haut er einfach auf den Tisch und nicht diese feingewaschenen Fußballprofi-Floskeln, die es halt so häufig gibt. Ja, wir denken von Spiel zu Spiel und der Gegner war besser und sowas. Nee, er hat einfach so mal einmal mal auf die Kacke gehauen. Das fand ich super. Ja, also, da gibt es sicherlich auch noch andere, die sowas machen und das finde ich auch sehr, sehr gut, weil du hast schon recht, so manche Interviews braucht man sich halt auch einfach gar nicht angucken, weil jeder so dieselbe auswendig gelernte Scheiße erzählt. Ja. Braucht halt kein. Das ist ja dann schon fast keine eigene Meinung mehr. Das ist ja. Aber manches gibt es halt immer noch auch. Es gibt noch genügend Leute, die dann auch mal die Wahrheit sagen, ne? Die ihre echte Typen sind. Meinung, ne? Ja, auf jeden Fall. Bist du selbst auch Fußballfan? Ja, auf jeden Fall. Ja. Leverkusen oder? Ja, schon. Ich meine, natürlich schon immer, dass die gewinnen. Ich weiß jetzt nicht, ob das irgendwie unhöflich ist oder nicht, aber im Hintergrund läuft auch die Bundesliga-Konferenz. Ja, das ist alles kein Problem. Ja, also ich glaube, ich auch nicht davon abdenken, aber ich habe zum Beispiel gesehen, dass Mainz schon 1-0 führt, die Eintracht führt 1-0. Das ist alles, also ich bin da immer, versuche da auf dem Laufenden zu bleiben. Sehr gut. Wichtig. Ab und zu auch mal ein bisschen auf Tipico. Ein Euro setzen, ja, aber... Wie gesagt, sehr cool. Guck schon, verfolgt schon eigentlich alles. Die Eintracht auch, als Offenbacher ist es ja ein eher schwieriges Thema. Ja, schon ist tatsächlich früher als Jugendlicher, als Kind, als ich mal noch bei den Kickers gespielt habe, da war es natürlich absoluter Hass zwischen Eintracht und UFC, aber mittlerweile ist so, bin ich da ganz neutral. Also ich freue mich für die Eintracht, wenn die gut spielen. Die spielen auch sehr, sehr gut im Moment. Alles sehr verdient. Ich glaube, die machen da einen sehr guten Job. Und ich bin da schmerzfrei. Ich bin nicht, hier in der Region eine gute Bundesliga-Mannschaft gibt. Das ist für mich fast schon wichtiger. Ich weiß nicht, wie die Situation wäre, wenn vielleicht die Kickers es mal geschafft hätten, länger irgendwie in der zweiten Liga irgendwie zu bleiben oder was, ne? Aber das ist ja auch, man kann es ja nicht mal mehr wirklich von der Konkurrenz reden. Es sind einfach zu viele Ligen dazwischen, ne? Ja, definitiv. Ansonsten im Sommer, was machst du für Sportarten, wenn du mal den Basketball zur Seite legst? Ich würde gerne öfter noch ein bisschen Fußball spielen. Das ergibt sich leider nicht so oft. Aber ansonsten, ich gehe ganz, ganz einfach ins Fitnessstudio. Ich habe vorletzten Sommer war ich mal in so einem Muay Thai-Training, so einem Kickbox-Training. Das fand ich auch extrem spannend, lustig, hat Spaß gemacht. Ich gucke halt auch sehr gerne UFC. Ich finde das alles geil. Das ist zum Beispiel auch eine Überlegung. Wenn ich mal aufhöre mit Basketball, ob ich mich irgendwo so ein Ding anmelde und
Wird wahrscheinlich keinen Gegner gefunden. So ein oder halt, kann ich das mal sehen. So ein 1,99-Monster da ankommt, wie du bist, ey, da rennen die Gegner, glaube ich, schon in der Formkampf weg. Nee, ich glaube nicht, weil das ist ja das Problem. So, ich bin ja automatisch, ob ich das will oder nicht, ich bin ja ein Heavyweight, ne? Also ich schwäche nicht. Ja, guck dir mal die Jungs an, die Kampfsport machen und Heavyweight sind. Bin ich ein kleiner Lappen. Aber und du bist 1,99, 110 Kilo steht, glaube ich, auf der BBL-Homepage. Genau. Also da, wenn es mal zu einem Kampf kommt, dann bin ich gerne am Start und guck mal zu. lass uns noch ein bisschen nach vorne gucken. Was ist jetzt der Plan für dich? Erstmal für diese Saison Playoffs erreichen, gesund bleiben und dann mal gucken, was noch geht, oder? Ganz genau. Also gesund bleiben, keine Frage. Ich und auch hoffentlich alle anderen. Und dann, ich meine, es ist ja irgendwie schon ein bisschen verrückt. Wir haben gerade erst so die Hinrunde beendet. Und jetzt sind es aber eigentlich nur noch 11 Wochen, glaube ich, bis zum letzten Spiel. Also wir haben jetzt echt, ich glaube, was sind das? 14 Spiele in 11 Wochen. Das wird alles extrem schnell vorbei. Schneller als man glaubt, wird das alles vorbei sein. Deswegen, also jetzt erstmal auf die Playoffs hinarbeiten. Und dann mal schauen. Läuft dein Vertrag im Sommer aus? Genau, der läuft aus, ja. Okay, und du hättest aber schon Bock, also nach jetzigem Stand nochmal 1-2 Jahre dran zu hängen? Ja, schon gerne. Schon. Also ein Jahr kann ich mir sehr gut vorstellen. Also insgesamt Basketball, ja, klar, sehr gerne auch für die Skyliners, aber ob sich das ergibt, weiß keiner. Kann man auch vorstellen, nochmal ein Jahr in der Pro A zu spielen, so als Karriereausklang. Aber wie gesagt, ich bin so ein bisschen versuche mich auf alles vorzubereiten und bleibe halt auch so offen für alles. Ideen und Vorschläge, Angebote nehme ich alles an und überlege mir das. Und ja, wie gesagt, Basketball macht mir immer noch riesen Spaß. Mache ich gerne, auch so auf professioneller Ebene. Aber wenn was anderes Gutes kommt, was halt, wo man dann wieder mit dem Kopf nachdenken muss, was halt einfach Sinn macht, vielleicht fürs Leben, muss ich dann auch in Erwägung ziehen. Ja, du hast gesagt, du willst danach auf jeden Fall im Sport bleiben, auch im Basketball, oder ist dir, da gibt es ja keine Präferenz für dich? Nee, da gibt es keine Präferenz. Klar, ich meine, Basketball wäre naheliegend, aber auch da kann ich nur wiederholen, auch da bin ich für alles offen, ja, wenn es irgendwas im Fußball ergibt oder im UFC, in der UFC. Nee, Spaß, da bin ich auch. Also nicht irgendwie fixiert auf irgendwas. Ist jetzt nicht so, dass ich werde auf jeden Fall, werde ich Trainer. Ich will, mache eine Trainerausbildung und werde Basketballtrainer. Das ist so genau, habe ich das nicht so genau habe ich das nicht eingegrenzt. Ne? Kannst du irgendwas ausschließen, was du auf keinen Fall machen möchtest? Also gerade so in Richtung Basketball jetzt zum Beispiel, auf keinen Fall Trainer oder auf keinen Fall Personal Trainer, Coach? Trainer ist nicht. Wenn schon das große Ganze managen beispielsweise. Ja, das wäre, ja, könnte ich mir besser vorstellen. Super, cool. Marco, vielen Dank für deine Zeit und viel Erfolg auf jeden Fall weiterhin. Nichts zu danken, vielen Dank und dir auch alles Gute, ja. Ein mega offener und lockerer Typ, Marco Völler, hat richtig viel Spaß gemacht, mit ihm zu quatschen, hat man, glaube ich, auch gemerkt. Er guckt einfach noch nebenher Bundesliga-Konferenz, die Aufzeichnung hat am Samstag stattgefunden. Einfach ein super coole Typ, dieser Marco Völler, und ich hoffe, dass er ganz viel Erfolg weiterhin auf seinem sportlichen Weg hat und auch in der Karriere danach. Das war's von Real Talk für diese Woche. Vielen Dank fürs Einschalten. Lasst gerne ein Abo und einen Daumen hoch da. Und dann sehen wir uns nächste Woche. Die Gäste bleiben sehr, sehr attraktiv.